So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Entschuldigt mein Auftreten, ich bin ein bisschen erkältet, wie auch immer, ein bisschen am Arsch, könnte man sagen. Heute Donnerstag. Gestern wäre normalerweise die Raid am Mittwoch Folge gekommen. Aber ich habe extra am Dienstag diese ganze Fashion Week Forschung gemacht, war draußen, war unterwegs, habe da jedes einzelne Kapitel Schritt für Schritt erledigt, gelöst, habe Tipps gegeben, weil ich wusste, dann kommen eh wieder Fragen auf. Wo kriegt man diese Perücke her? Wie macht man diese Aufgabe? Was muss ich bei den Schnappschüssen machen? Deswegen habe ich die komplett so gelöst mal. Für die Leute, die immer wieder scheitern bei den Aufgaben. Weil das Video so groß war, konnte ich das am Dienstag nicht raushauen. Ich wollte es auch nicht erst am Donnerstag raushauen. Also habe ich es am Mittwoch rausgehauen. Fände ich wirklich cool, wenn ihr das mal abcheckt, wenn ihr euch das mal reinzieht. Finde, ist ein sehr schönes Video geworden. Fashion Week, die komplette Forschung plus Shiny, so heißt das, am Dienstag hochgeladen. Zwischen den ganzen Streams ging das ein bisschen unter. Jetzt aber Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Und gab es ja schon öfters so. Wir fangen einfach an. Angefangen hat die Woche bei der Sabrina Spielt mit einem Shiny Selfie hier. Mein erster Raid, Shiny Selfie. Und ich kann auch gleich sagen, ich habe nicht jedes Selfie, jedes Tobutz und jedes Vesprit mit reingepackt, weil das einfach zu viele gewesen wären. Was aber drin ist, ich bin mit Ivar Soft schon wieder Glücksfreunde geworden. Engelchen hat ein Shiny Vesprit bekommen, dass man das auch mal sieht, wie das ausschaut. Henry Nicky, Vesprit 1747, ihr wisst, was das heißt. Das ist ein 100%iges, ist ihm aber, glaube ich, geflohen. Glückwunsch, Grüße gehen raus. Dann haben wir Jojo, der vereint das Ganze, der hat ja ein 100%iges Shiny, aber nicht Vesprit, sondern Selfie. Erster Raid, so kann es sich doch sehen lassen. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Habe ich nicht. Shiny habe ich, 100er habe ich nichts. Könnte schon Schocker der Woche sein, wenn man das so betrachtet. 100er Shiny im ersten Raid, oh mein Gott. Aber ich habe was anderes für euch, das seht ihr später. Dann bin ich aufgestiegen mit Skandalpara zu Glücksfreunden. Henry Nicky, endlich habe ich das bekommen. Hier Shiny Mauzi, Gala Mauzi gezogen. Aus dem Ei, glaube ich, gebrütet. Gangster Pikachu, endlich mal. Hat mich jemand eingeladen und dann direkt ein 100%. Der hat es also die ganze Zeit versucht, wurde nach Japan eingeladen, auch 100% Selfie. Wurden also gut ausgeteilt. Aus der Forschung hier Shiny Snubbull noch mitgenommen beim Gangster Pikachu. Ein schönes Bild von Letterking. Mir haben auch so viele Leute Bilder von Letterking geschickt, was einfach überall rumgelegen hat oder rumgesessen hat. Sieht auf jeden Fall mächtig aus, seid sogar mit 3000. 436 und es hat noch nicht mal Wetterboost. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Habe ein wildes Letterking auf der Nähe gehabt. Plötzlich bin ich auf eine ganze Horde gestoßen. Seht ihr das im Hintergrund? Da liegen einfach noch mehr Letterkings rum. Das Bild finde ich auch richtig genial. Dann haben wir den Mago FedEx. Und jetzt guckt euch das an. Shiny Vesprit. Shiny Selfie. Ein Tag später. 100er Turbuts, noch am selben Tag, das Beste von den dreien, das Blaue ist einfach das Beste, das Stärkste, das Höchste und natürlich noch, jetzt habe ich alle, ne, Mago FedEx mit dem Shiny Turbuts, der hat also alle Shinies bekommen innerhalb von 3 Tagen plus in den 3 Tagen auch noch ein 100er Turbuts, Ziel erreicht, Pokémon durchgespielt, das wäre auch mein Ziel gewesen, alle 3 Shinies. Und am besten von Turbuts 100er, aber Turbuts habe ich nicht so viel gemacht. Wäre nur Zufall gewesen. Finde ich auf jeden Fall stark. Heike hier, was macht man denn damit? 100% Bummels. Sammeln, entwickeln und sammeln. Wie auch immer. Nebels hier auch. Shiny Turbuts mitgenommen. Max hier mit einem Shiny Sengo. Max noch mit einem Dodo. Dann der Drachek möchte mich ein bisschen neidisch machen. 8x5 Schießpack, ja?
Da wird vielleicht Ramses neidisch. Ich habe noch 2 5 Schießpacks drüben, die ich mir jetzt sehen, da reinprügel für die Stimme. Vielleicht kommt es auch daher, dass die Stimme so weg ist von den guten Samyang Bulldog Cheese-Nudeln. Aluhut, 100er Onyx mitgenommen, dann zeigt er uns seine Shinies von einem Tag. Taubsi, Natu, Spoink, Hunduster, Nebels, fehlt nur noch eins. Jetzt das Selfe. Welches fehlt noch? Schreibt es mir rein, pausiert das Video und nicht weiter gucken. Eins hat er uns schon gezeigt. Aluhut hier, Shiny Krypto Sneebel noch dabei. Danke Ramses, Flex. Der hat bei Raids für Zuschauer mitgemacht und hat einfach das 100% Shiny Turbuts bekommen. Das Schocker der Woche. Aber wir haben ja schon 100% Shiny Selfe gehabt. Also, da müsste man sich ja entscheiden, er oder er. Und beides ist dasselbe, nur halt ein anderes Pokémon. Dankeschön für die Einladung zum Raid, Thomas. Auch Henry Niki hier 100er Turbots mitgenommen. Mäusekind, Glücksfreund geworden. Bin ich auch noch, genau wie mit Ivar Kids. Dann haben wir den Skandalparer. Huni kann jeder. Theoretisch müsste das der Schocker der Woche sein. Er hat nämlich wirklich einfach ein 0%iges Admurai auf Level 50 gepusht und mit 2 Ladeattacken versehen. Da seht ihr jetzt auch den Unterschied. Das 100er kam vielleicht auf 3100 und das 0%ige kommt gerade mal auf 2700. Das ist trotzdem ein Unterschied von mindestens 400 WP und das merkt man einfach. Oder auch nicht. Habt ihr schon mal ein 0%iges Pokémon auf Level 50 gepusht? Also eigentlich müsste das der Schocker sein. Gerade gefangen, Henry Niki hier, 100er Flurmel, Bockwurst King, 100er Fynx, Jojo, Shiny VP Disc mitgenommen. Dann bin ich mit Bier Benny zu Glücksfreunden aufgestiegen. Black Scarwolf auch, 100er Pico Chilla, Kotbrot, 100er Käuf Waff, Skandalpara. Welche Nummer ist das nochmal? Natürlich die Nummer 8. Müsste das sein, Shiny Pandya gegönnt. Polu, endlich habe ich es. Spiditza auch in Shiny. Bierbenny hier mit Shiny Kirlia. Shiny Elezeba mit Kostüm. Bockwurst King gerade aus dem Raid. 100% Kirlia. Das ist auf jeden Fall nett und selten. Obwohl eigentlich auch nicht. Das kannst du ja auch wild fangen. Also kannst du ja auch eigentlich mit einer Map aborten. Aus dem Raid trotzdem feine Sache. Steht ja unten auch vermerkt. 100er Sneebel mit Kostüm. Das wäre richtig brutal. Und nutzlos. Dann lieber ein normales 100er Sneebel, was man auch entwickeln kann. Coolie Dieter, Shiny Smetbo hier noch mitgenommen. Jojo, der questet für seine Shinies. Hier Shiny Sneebel auch aus der Quest mitgenommen. Gibt es ja in Quests und in Raids. Pupsi hier auch, Shiny Kirlia gefangen. Shiny Elezeba gefangen. Kotbrot, ich geb's auf mit den 100ern. Nur Müll. Erlöst ein 100er Zubat und beschwert sich dann daran, dass es ein 100er Zubat ist. Dabei, darüber. Dem haben sie doch ins Hirn geschissen. Was, nein. Was will man da sagen? Keine Ahnung. Hier ist bald Weihnachten, guck, kannst du ja Mütze aufsetzen. So. KJ, also Kuselinchen, hat uns gezeigt, ein 100% Shiny Otaro, Zwotronin, Admurai, sind glaube ich alles dann dieselben, nur halt durchentwickelt. Fand ich schön, das Bild und wie er das so zusammengeschnitten hat. Dann Kuselinchen ja auch mit einem 100% Shiny Vespre. Das heißt, wir haben einen Shundo Turbuts gehabt, wir haben einen Shundo Selfe gehabt und wir haben einen Shundo Vesprit gehabt. Also konnte ja das Shundo Selfe gar nicht das der Schocker der Woche sein. Sonst hätten wir jetzt schon 3 Schocker der Woche von 3 verschiedenen Dudes. Sieht trotzdem genial aus. 100er Kokuna, Shiny Ineko, Sören, Shiny Pionskora, Bummels, 100%, ach, wildes Megani, nicht 100%, aber mit 2000 WP. Bummels hätte ich eigentlich gar nicht mit rein, ist ein C-Day-Pokémon, aber Pionskora, Megani, kann man ruhig mal zeigen. Sören hier, Nummer 2, Shiny Vesprit mitgenommen, der ist ja rosa, Shiny Charmian, Leon Petzold mit einem... Schreibt mal rein, wenn ihr noch wisst, wie das Pokémon heißt, dass es jetzt Englisch ist, verwirrt mich, heftiger, kann ich gerade nicht klar denken, genau. Machen wir einfach weiter, Selal, auch Shiny Vesprit, T, Incognito mitgenommen, 100er Ineko, dann hat er hier 42, Shiny Otaro, es war ja Otaro Sea Day, manche haben auch geschrieben, was will ich mit 80 Stück, also,
wegwerfen. Am besten Selalje, nochmal 100er Otaro, Shiny Ineko, nochmal Schäfe. Zeigt uns auch hier zwei Shinies, ein Skalück in 100. Also Turbos und Selfe in Shiny, 100% Skalück. Was eine feine Sache ist, könnt ihr auch noch aus den 12 Kilometer Eiern brüten. Ja, habe ich auch nochmal groß gezeigt hier. Lost Lüft ist jetzt aufgestiegen auf Level 50. Glückwunsch an der Stelle und gerade mal 5 Raids gemacht. Da blutet mein Herz. 5 Raids. Das hat mir doch gefehlt. 5 Raids. Lost Lüft, Griffel, 5. Lost Lüft. Ja, 17 Quests. Das Ding gefällt mir langsam. Der questet auch und hat schon 200 Käufer aus der Quest bekommen. Dann, oh mein Gott. Oh mein Gott, guckt euch das an, Lost Lift mit dem 100er Mauzi, das ist sein Lieblings-Pokémon, jetzt als 100er, alle drehen durch. Dann Chevy, der hat ein 100% Machomai gefangen, in der Wildnis direkt, sieht man hier. Dann Chevy, der hat ein 100er Glibunge gefangen, in der Wildnis, sieht man hier. Nee, aber ein Shiny Habitat, endlich! Familie Full hat ja auch die ganzen Shiny Kryptosamurzel als Familie gesammelt und durchentwickelt. Plus 100%ige Krypto-Pokémon, Kramschäf, Pyondragi, Staravto. Ich weiß gar nicht, ob ich die entwickeln würde oder ob ich die lassen würde auf Stufe 1. Also sowas wie Pyondragi nutzt man ja eigentlich nicht, oder? Hätte ich, glaube ich, so gelassen. Kramschäf, ja, vielleicht, okay, mal gucken. Dann hier Chevy nochmal, Shiny Mankey, Shiny Schuppe, Biala auch 100% Turbuts. Also die haben das Turbuts richtig rausgehauen. Isok zeigt uns hier, der brütet aus dem Zehnerei einfach ein Maxax, ein wildes Ausgewachsenes. Natürlich Quatsch, Anzeigefehler. Benjamin Hahn hier, 100%. Ditto, Dubby für Raider Mittwoch. Danke an dich und Thomas. 100% Selfe. Also die haben wirklich rausgehauen. Burkhardt, Shiny Zwirrlicht, Shiny Wampel. Aluhut, passend zum Stream heute. Vokabeln lernen. Was heißt beenden auf Englisch? Finish. Auf Englisch, hör doch mal zu. Versteht ihr? Beenden, Finish. Dass man das fertig macht. Und er Finish, er sagt die Antwort und sie denkt, ich will das auf Englisch und nicht auf Finish haben. Alter, hör doch zu, es ist so typisch, das finde ich so genial. Und er ganz gechillt, wie er nur guckt, Finish, auf Englisch. Hat mir gut gefallen. Aluhut zeigt dir auch, erster Raid Shiny Selfie bekommen. Ihr seht, der Shiny-Eintrag ist da und ihr seht, gesehen 1, gefangen 1, im ersten Raid gleich Shiny. Auch eine feine Sache. Elke hier noch mit dem Shiny Glibunge plus 100% Drohne, ne? Also 100er Biber mitgenommen. Mauzi 100% aus dem Ei gebrütet und direkt das nächste hinterher. Ihr seht einmal Budapest, einmal Beimerstetten, da wüsste ich gar nicht, welcher Ort der schlimmere ist von beiden. Heiko zeigt uns ein Bisasam-Schaumkrönchen in einer Kaffeetasse, sieht gut aus. Und Heigo hat jetzt schon alle Käuferformen und Schnitte sich organisiert in 100% und entwickelt und gezeigt. Das ist die Sammlung. Da bin ich auch gerade dran, das werde ich mir auch in Ruhe dann gönnen. Vielleicht ein Video dazu machen, dass man sieht, wenn man die entwickelt, also die Form ändert, wie das ausschaut. Heigo hier auch noch Shiny Glibunge, Shiny Kirlia, Shiny Krypto Sneeble. Nee, da waren wir schon bei Gregor. Also Gregor, Shiny Krypto Sneeble, Shiny Habitat, Shiny Teddy Ursa, Shiny Visor, Lennart mit einem Doppel-Ditto, da aus dem Ditto noch ein Ditto rausspringt, aber dass dasselbe Ditto ist. Okay, Lennart 100er Lithomyth, Shiny Raupi, Elke kann sich ein 100er Stollos erlösen. Bin ich mal gespannt, wann da das Mega-Pokémon kommt. Da freue ich mich trotzdem schon besonders drauf. Das sieht einfach genial aus, finde ich. Vielleicht ist es nicht nützlich, aber ich finde, es sieht einfach mächtig aus. Also auf Mega Stollos freue ich mich auch schon besonders. Außerdem, was Neues ist halt immer was Tolles, ja. So zwei, dreimal und dann ist es auch wieder langweilig. Jan Lehmann schickt noch ein Bild hier. Da steht ein Datiri einem Relaxo gegenüber. Keine Ahnung, was die da machen, aber das Bild sieht auch irgendwie voll toll aus, finde ich. Thomas Speck. 200er Vesprit mitgenommen und ein 100er Kanimani innerhalb von 2 Tagen. Brainy hier auch 100er Pico Chilla, Gangster Pikachu, Imbagador Wild mitgenommen plus Shiny Krypto Sneeble. Was ist denn hier los? Ich habe 5-mal hintereinander bei der GBL Vesprit bekommen.
Habt ihr auch in der GBL schon ein legendäres bekommen? Überhaupt? Irgendwann? Jemals? Ich glaube ich nicht. Ich spiele meistens keine GBL. Fünfmal hintereinander Westprint. Warum nicht? 1731 ist ja auch das Beste, was er da hat. Gangster Pikachu, ein wildes 100er in Neko gefangen. Dann Bobamo, ein neues in meiner Sammlung, hat aus dem 10-Kilometer-Ei ein 100er Kapuno gebrütet. Hier der Beweis nochmal, dass das aus Nürnberg, Bayern war. Natursekt hat auch mal wieder was geschickt. Direkt hier angetippt, hart, direkt Shiny. Liebe Grüße, dein Natursekt, genau. Smetbo am Start. Tobias Jan sagt, ja, es ist Pokémon, Z-Day und so, aber trotzdem ein Schlundo. Ist doch immer was Geniales. Man könnte sagen, 100er ist ausgelutscht, Shiny ist ausgelutscht, Shiny 100er ist ausgelutscht, kann man ja snipen und so weiter, aber ein Lucky Shiny 100er, das ist eben Zufall und deswegen ist es schon wieder was Geniales. Ist zwar vom C-Day, aber war ein Random Trade. Guckt euch das an, sieht auf jeden Fall gut aus, hat auch nicht jeder. Patcher Boy zeigt uns, wie es geht ohne Traden, nämlich direkt Shiny 100er. Fang nix, Frechheit, oder? Bei der Dame gefangen, ne? Einfach 100er Adburei. War das aus der Aufgabe? War das das vom Spezialticket? Könnte sein, das Level ist nämlich ziemlich niedrig. Wäre das nicht was für deine Videos? Der André 1008 hier auch. Ein Schlundo Shiny Lucky 100er. Ihr nehmt also ein Shiny, tradet das, es wird Lucky, vielleicht garantiert Lucky, und 100. Also, das müsste doch eigentlich jetzt der Schocker der Woche sein. Neben den ganzen Schundos, ein Schlundo. Ist dann aber das Schlundo mehr wert als das? Ich weiß es nicht genau. Es besteht ja immer dieselbe Möglichkeit. Es wird auf dieselbe Art gebastelt. Deswegen habe ich noch was ganz anderes für euch. Wo ihr dann sagt, langweilig, aber ich finde es einfach klasse. Aluhut, noch Shiny Kirlia. Shiny Smetbo mitgenommen, Shiny Sneebel hier, Joel, gerade ausgebrütet von dir, du bist also schuld, du, der da gerade zuschaut, von dir, Shiny Shinux mit dem Hut, Patcher Boy, auch 100% Käuferf hier, mit Friese, Aluhut, ich würde sagen, es läuft, bis auf einen sind die aus den Feldforschungen, sieht man 905, die WP-Anzahl aus der Feldforschung und die Quabbels sind auch aus der Feldforschung und ein Käufer, so hat er jetzt schon 30 da mitgenommen. Aluhut, der kam auch gerade noch. Noch ein Elezeba mit Kostüm als 100er. Sieht auf jeden Fall wunderbar aus. Jetzt habe ich noch den Schocker der Woche. Ja, egal. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, wir haben ihn schon gehabt heute in der Sendung. Der hat eigentlich schon alles erreicht, ne? Der hat schon einen Shiny Selfe, einen Shiny Tobutz, einen Shiny Westbrit bekommen, ein 100er Tobutz, aber was hat er noch? Noch ein 100er Tobutz, also er hat 200er Tobutz bekommen, plus 100er Westbrit, plus 100er Selfe. Das heißt, für mich ist das einfach das Stärkste, das Heftigste. 18.09., 19.09., 21.09. Er hat also alle drei Shinies bekommen, das haben noch nicht mal alle. Und er hat sogar jedes als 100er bekommen. Mir wäre das gar nicht so wichtig, dass ich irgendein 100er Shiny habe. Aber alle drei als 100er wäre für mich richtig genial gewesen. Alle drei Shinies. Eigentlich kein Problem für einen aktiven Spieler, aber alle drei als Shinies und nochmal alle drei als 100er, das finde ich einfach richtig stark. Vor allem, weil die Teile ja komplett nutzlos sind und kaum jemand da großartig viel raiden wird. Und da eben alle drei als 100er hat mich vom Sockel gehauen. Beziehungsweise hat er ja das Tobut sogar zweimal als 100%iges. Margo FedEx also mit dem Schocker der Woche. Und normalerweise würde ich sagen, heute Abend Raid-Stunde ladet mich alle ein, aber weil ja nicht Mittwoch ist, sondern Donnerstag, gibt es heute Abend keine Raid-Stunde. Aber wir machen heute Abend Raids für Zuschauer mit Mega-Hundemon, so wie es aussieht. Umfrage war gestartet im Community-Tab, Mega-Hundemon hat, glaube ich, die meisten Stimmen gehabt. Wem also noch Mega-Energie fehlt bei Mega-Hundemon
oder wer noch Bonbons braucht oder wer noch ein Shiny haben möchte oder irgendwas, schaltet ein. 18 Uhr, Mega Hundemon Raids für Zuschauer. Mal sehen. Ich denke mal, eine Stunde wird reichen. Einfach nur ganz kurz das Stream dann mit Thomas zusammen. Und Thomas redet, ich huste. Da ist es gut aufgeteilt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.